Das tragische Ende von Li Aka, Rusty aus The Adventures of Rin Tin Tin. Li William Aka wurde am 25. September 1943 geboren, war ein US-amerikanischer Kinderschauspieler, Produzent, Tischler und Skilehrer, der für seinen Auftritt als Rusty von B Company in der Fernsehsendung The Adventures of Rin Tin Tin der 1950er Jahre bekannt war. Er war der letzte überlebende Darsteller der Serie. 1952 trat Li Aka in Desperate Search mit Howard Keel und Keenan Wynn auf. Akas Mutter, Mrs. Miles Wilber, war die Besitzerin einer Tanzschule in Los Angeles. Eine andere Quelle sagt, dass sie eine Kindertheaterakademie leitete und dass Aka, als sie 4 Jahre alt war, ihn in lokalen Clubs singen und tanzen ließ. Als kleines Kind trat er im Fernsehen im Alter von 8 Jahren in Filmen wie The Greatest Show on Earth, 1952, und High Noon, 1952, auf. Ende des Jahres wechselte er schnell zum Featured-Status. Er zeigte Talent als entführter Indianer Red Chief in einem Abschnitt des Films O. Henry's Full House, 1952, und ein weiteres Entführungsopfer als Sohn des Wissenschaftlers Gene Barry in The Atomic City, 1952. 1953 spielte er in dem John Wayne-Western-Klassiker Hondo, 1953, als neugieriger blonder Sohn der Homesteaderin Geraldine Page mit. Er trat auch in anderen Filmstilen auf, wie dem Film-Noir-Thriller Jeopardy, 1953, mit Barbara Stanwyck, dem Pferdeoperndrama Arena, 1953, mit G.I.G. Young und den Komödien Mr. Scoutmaster, 1953, mit Clifton Webb und Ricochet Romance, 1954. Mit Marjorie Main. In den Jahren von 1953 bis 1954 gehörte Aka zu den vielen Kinderdarstellern, die für die Rolle des Jeff Miller in der ursprünglichen Lassie-Serie von 1954 vorsprachen, die später als Jeffs Collie ausgestrahlt wurde. Diese Rolle ging an Tommy Rettig. 2 Wochen später gewann Aka die Rolle des Rusty in Die Abenteuer von Rin Tin Tin mit James Brown, von 1920 bis 1992, als Lieutenant Ripley, Rip, Masters. Aka und Rettig waren Freunde, und beide Shows waren beim Publikum beliebt. Die beiden Schauspieler und die 2-Sterne-Hunde erschienen zusammen auf einem Foto, das auf dem Cover der TV-Guide-Ausgabe vom 2. Juli 1955 verwendet wurde. Aka erzählte einem Zeitungsreporter, dass er im Alter von 21 Jahren von dem Studio, das Rin Tin Tin produzierte, eine Pauschalsumme von 10.000 US-Dollar erhielt und den Rest der 60er Jahre damit verbrachte, als eine Art Blumenkind, um die Welt zu reisen. Da Aka als erwachsener Schauspieler keine Arbeit finden konnte, engagierte er sich als Produzent und arbeitete später als Tischler. Ende der 1960er Jahre war Aka 2 Jahre lang mit Sharon Ann Hamilton verheiratet. Er lebte viele Jahre in Mammoth Lakes, Kalifornien und war der erste adaptive Sportlehrer für Disabled Sports Eastern Sierra am Mammoth Mountain. Laut Paul Petersen, einem Anwalt ehemaliger Kinderdarsteller, erlebte Aka gegen Ende seines Lebens Armut und hatte jahrelang mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. Petersen sagte, Aka habe einen Schlaganfall erlitten und sei am 1. April 2021 in Maricopa County, Arizona, nahe der Stadt Mesa, gestorben und als mittelloser Verstorbener aufgeführt. Petersen arrangierte Akas Beerdigung.